Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Seleukiden. Genau, und wir haben die, oder wir machen diese Tierfreund-Challenge. Und zwar, baue ich nur noch Tiere. Also Kriegshunde, Elefanten, Kavallerie, Streifwagen, Kriegshunde und sowas halt. Genau. So viel zur Einführung der ganzen Sache. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Also die Galata sind meine Best Buddies. Und Nabatea. Okay. Nabatea geht bis hier runter. Okay. Genau. Warte, Persis. So, ich dachte gerade, hä, warte mal. Genau, nee, die Pater, Patien, haben diese zwei, die wurden ziemlich, weggedrückt von Patawa und Persien. Bactrien ist auch schon relativ groß. Dass Pergamon so klein ist, ist echt verwunderlich. Und Sparta ist nicht mehr da. Da muss ich nochmal nachschauen. Also. Huse da. Wieso schicke ich dich nach da? Geh mal nach da. Ist gerade wichtiger. Gut, du musst dich wieder erholen. Wie viele Runden? 4. Ein bisschen heftig. Okay, dich habe ich schon bewegt. -3 öffentliche Ordnung ist ganz okay. -7, 4. Bam. Ah, okay, alles klar. Dann schauen wir mal. Ich bin mega gespannt, wie das im Late Game aussehen wird. Also wenn ich wirklich eine Fullstack-Armee nur aus Kavallerie und so weiter habe. Also an sich habe ich das schon öfters gemacht, aber also so ein oder zwei Armeen nur mit Kavallerie. Aber das war eigentlich nie wirklich einfach. So. Rhodos will hier hin. Tyros hat eine 6er Garnison mit Pikinieren. Die sollten die schaffen. Also ich weiß natürlich nicht, was für Einheiten das sind. Vor allen Dingen, das ist ein General. Also könnte schon knapp werden. Will ich natürlich sehr früh die Stelle holen. Wobei die Pionierswerkstatt ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Weil bei denen kann ich nämlich die die Kampfstreitwagen bauen. Und wir begannen mächtige machen, die empfehlen nur. Okay. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier erstmal auf die normalen Stelle. Und dann pushen wir wieder die genau
Genau, die königlichen Stellen, da kann ich ja Asad und. Ja. Genau, die Satrapenstelle will ich haben. Und danach gehen wir auf Belagerungsdinger, beziehungsweise auf unsere. Ah, verdammt, stimmt, der kann da ja nichts bauen. Auf unsere. Die Worte kommen heute so schwer, gerade meine Lippen. Die Streifen. So, leichte Kavallerie brauchen wir erstmal nicht. Das können wir ja, also die leichte Kavallerie, die braucht man dann eher in den späteren Schlachten, wenn es darum geht, den Feind auszukundschaften. Also vor allen Dingen, wenn man auf Legendär spielt. Da braucht man das definitiv. Okay, der hat Bürgerwehr. Und der sagt, dass er es schafft. Also mit denen könnte ich schon ein, zwei Schiffe von ihm versenken, wenn es gut läuft. Also wenn es so lala läuft, wenn es gut läuft, versenke ich deine ganzen. Wenn es schlecht läuft, kommt er da an, bevor ich mich wehren kann. Okay, so. Dann machen wir hier mal ein bisschen dicker. Die Kaniere erwarten eure Befehle. Zu euren Aber du kommst hier breit hin. Da komm mal so hin. Du machst dich hier dünn. Bereit für ihr Wunsch. So, gut. Okay. Ah, jetzt muss ich mich beeilen. Also ich hoffe, ich bekomme die beiden noch. Erstmal was trinken. Was für mich gut ist, ist, dass er nicht abdreht. Er dreht gar nicht ab. Und das ist super. Ich hatte gerade schon Sorgen, dass ich hier die Phalanx nicht angemacht habe. Feindliche General ist tot. Kommandant? Ja, Kommandant. So. Es ist halt eine ganz normale Garnisonsarmee, die ich hier habe, ne? Und der Vorteil. Bei mir die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ist, dass meine Schiffe keine Transporter sind, sondern wirkliche Trieren. Und somit easy. Ja, 800 hat er verloren. Ich habe 80 getötet. Ich habe halt seine Generalseinheit komplett vernichtet und alles andere hat quasi das Meer für mich. Ja. Was soll man da machen? So ein Kind ist geboren, das ist, und zwei Kinder sind geboren, das ist natürlich herzallerliebst.
So. Wir haben ein bisschen Geld über, deswegen können wir hier ein bisschen was für unseren Ruhestand tun. Ah, Kamelbogenschützen. Ja, Fernkampf brauchen wir. Warte, leichte Kavallerie brauchen wir dann eigentlich auch. Dann haben wir von hinten die leichte, von vorne die schwere Kavallerie. Das ist schon gut. Okay, dann zwei Runden. Das ist in Ordnung. Also nächste Runde würde ich dann anfangen anzugreifen. Wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal noch einen Agenten. Also, wie schlecht ist die denn? Wer würde die denn nehmen? Ja, die ist gut. Oh, die wird dann eine Unterstützereinheit, beziehungsweise die wird dann in die Armee gehen. Mir kommt gerade, wir haben das dann noch nicht. Wir haben noch, wie lange noch? 4 Runden? Nee. Wir brauchen unbedingt Veteranen. Oder wie heißen die hier? Streiter. Okay. Die brauchen wir auch. Öffentliche Ordnung ist an sich gut. Und als Kosten weniger. Öffentliche Ordnung. Kulturelle Konvertierung. Steuersatz. Die ist geil. Die habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Nee. Wieder war's, ne? Ja, gut. Ja, schön. Bekommen wir mehr Kohle und alles ist fein. Und öffentliche Ordnung noch dazu. Was will denn Pontos da? Hat er mich gefragt? Kommt er mit einer Fullstack-Armee zu Besuch bei meiner Hauptstadt vorbei? Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Ja, aber nee. Ein Vertrag wäre wie ein Pfeil, der mit tödlicher Absicht auf unsere gemeinsamen Feinde geschossen wird. Nicht Angriffspakt, aber die fordern 100. Also ja, okay. Den haben wir jetzt nicht Angriffspakt. Das war, finde ich, gar nicht so schlecht, weil da können wir uns dann auf Ägypten und Nabatea fokussieren. Das ist eigentlich ganz gut. Und was machen die da? Die sagen mal kurz Hallo. Okay. Wieso wurde der gerade von einem gegnerischen Agenten beschnitten? In der Reichweite? Eindringen Pontos. Aber ja. Wieso ist Pontos hier rein? Das ist ein bisschen komisch. Kann ich euch noch Vielleicht die Kavallerie habe ich schon eine. Dann mache ich nochmal 3. Bei Fernkampf und 4 normale. Also normale, das sind ja keine normalen, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, mein Schiffchen.
Okay, Rom ist schon mal da. Also Massilia ist noch am Leben. Armenien ist da oben. Mit denen mache ich nichts. Mit denen? Minus 10. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist... ist mir egal. Karthago, minus 9. Willkommen. Ich bin gespannt. Wir, das Volk von Karthago, können... Okay, ich habe euer klar. Angebot in Erwägung gezogen. Neu-Karthago mag mich noch weniger. Persien, Pontos, Rom, minus 8. Wir heißen euch willkommen. Sprecht, Freund. Und womöglich können wir später auf eine Übereinkunft trinken. Nicht Angriffspakt? Ausländische Unterfangen sind für uns nur dann erfolgreich, wenn sie einer vernünftigen Führung unterliegen. Das heißt eure. Also gut, dann die Beuten holen. Gut, gut, gut. Dieser sinnlose Krieg könnte... Ja, nö. Könnte, aber würde ich nicht annehmen. So, silberne Zunge. Unsere Boten haben in ein Dorf in der Fremde eine Frau gefunden, die mit der Überregelungskunst gesegnet zu sein scheint. Ups. Wir könnten sie als Unterstützung für zukünftige Verhandlungen mit fremden Nationen anheuern. Was sagt ihr dazu? Wir heuern sie an. Also das andere wäre halt politischer, also dass wir das nicht machen. Und dafür hätten wir politischen Einfluss dazu gewonnen. Aber das machen wir ja nicht. Wie langsam sind die denn? Nennt nix. Ich finde Gefallen. Erfolg ist was ich suche. Okay. Gut. Garnison haben die nur eine 8er Garnison, das ist ganz in Ordnung. Wir machen mal Palmyra, weil Tyros und Dura sind so am Rand. Ja, hier machen wir schon einen Viehstall, deswegen brauchen wir es hier nicht. Würde ich hier Tagebau machen. Genau. Okay, hier haben wir schon alles. Jetzt können wir einen Streiter machen. Oder Streiter holen. Hier. Verstärkungsrate, Unterhalt, Rekrutierungsrate. Das ist doch super. That's my boy. Und hier oben kommt die dann später. Verdammt. Die kommt dann zurück zu der und zu der Einheit. Der Armee und macht dann da das Ganze. Wird jetzt aber hier weiter forschen und stimmt, die hat ja was Neues bekommen. Kommt das hier? Borgsa. Genau. Falls das hier jetzt viel zu schnell ist, was ich hier mache, ja, kann ich verstehen. Also, ich habe ein... Da machen wir mal Loyalität sichern. Ich habe eine Total War-Reihe schon hochgeladen, wo ich sehr auf Anfänger eingehe. Das ist... wenn ich Epirus spiele, das war einer der ersten Let's Plays, die ich angefangen habe. Oder ihr könnt auch sehr gerne montags oder freitags, also freitags, montags oder freitags ab 5 Uhr zu mir in den Stream kommen. Also da habe ich auf Twitch einen Stream am Laufen.
Und montags ist halt so der Strategietag. Also momentan spielen wir da halt Rome Total War. Und also das, was wir hier spielen, das Zweier. Und wir spielen aber auch Odyssey. Assassin's Creed Odyssey. Genau, aber da könnt ihr Fragen stellen, alles Mögliche. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das speichern wir mal kurz. Das könnte ich schaffen. Bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir das schaffen. Weil ich bin gerade ein bisschen irritiert, warum er mir so eine schlechte Siegchance gibt. Wahrscheinlich wegen den, ja, meine Einheiten sind halt nicht so toll, aber seine halt auch nicht. Gut. Noch kurz zum Stream. Ich habe halt momentan, also ich weiß nicht, wann ihr hier diese Folge seht und wann ihr zu mir in den Stream kommen wollt. Aber momentan ist es so, dass ich den Follower-Chat-Mod anhab. Das heißt, ihr könnt halt nur was schreiben, wenn ihr mir auch folgt. Das habe ich halt angemacht, weil wenn ich das nicht gemacht habe, wurde ich halt von Bots zugespammt. Und dementsprechend habe ich das dann halt einfach angemacht und seitdem läuft es viel, viel besser. Und aber wie gesagt, followen, das kostet euch nichts. Das ist wie ihr auf YouTube das Abonnieren. Auf genau, also ist komplett kostenlos, kann man alles machen. Gut. Dann wollen wir mal jetzt hier ein bisschen uns verteidigen. Wir haben zum Glück ein paar Steinschleuderer. Und hier zusammen mit der königlichen Peltaste haben wir noch Speerträger, die immer ziemlich gut sind. Ich spule mal ein bisschen vor. So, die ziemlich gut sind. Also, die haben halt sehr hohe Penetration. Und das ist halt richtig, richtig gut. Und bitte hier die Lücken wieder schließen, weil wir wollen nicht, dass die Pikiniere in den Rücken angegriffen werden. Ich mache jetzt zum Beispiel eine stärkere linke Flanke. Aus folgendem Grund, weil er hat hier die Kavallerie. Warte, ich mach mal ganz normal. Er hat da die Kavallerie. Und dementsprechend kann ich hier besser hantieren. Also meine Kavallerie wird eine Kavallerie sehr gut abfangen können, beziehungsweise er macht so einen Schmarrn wie hier gerade. Dann ist alles in Ordnung. Die Adelskavallerie wird meine Kavallerie wahrscheinlich ziemlich vernichten. Kamele sind in dem Sinn schlecht für mich, weil die untergraben die Moral für. Hier meine Kavallerie. Männer wanken. Unser General wird angegriffen. Bring mal meinen General hier hin. General, bitte einmal motivieren. Dankeschön.
Okay, hier, das war schon mal sehr, sehr wichtig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, jetzt muss die Kavallerie weg. Und die ist auch in Ordnung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein wie ich dachte, zu schlecht dafür. Und meine Kavallerie ist jetzt tot. Also, wir sind auch ziemlich am Hoppes. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die holen sich das mal noch. Die Elefanten gehen mal jetzt langsam in Position. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Auf einen Befehl! Feuer! Wie lauten eure Befehle? Doppelte Geschwindigkeit! Okay, jetzt muss ich aber langsam. Langsam guten Gas geben. So, das heißt, ich muss langsam die Fernkämpfer von ihm ausschalten. Er hatte schon überraschend viel Kavallerie dabei. Das ist ein bisschen schlecht für mich. Okay, der Elefant war schon mal sehr hilfreich hier. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, das ist jetzt. Oh, okay, das ist schlecht. Gleich hier rein. Meine unsere Männer fliehen Mitte vor der ist jetzt. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, Elefanten bitte hier zu Hilfe. Okay, das ist gut. Das ist gut. Die gewinnen hier auch. Okay, hier, die sind auch fertig. Die wurden jetzt eingefangen. Okay, dann ist gut. Ah. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schiff. Noch mal hier rein. Zurück! Zieht euch zurück! Fliegt alle Monster! Ah, geht gut. Gut, gut, gut. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Also, das mit nur Fernkampf. Kavallerie und so weiter, das wäre schon richtig happig. Also, das wäre echt heftig. Okay. Also, wie gesagt, da muss ich halt schauen, dass ich schnell an sowas wie Streitwagen und so weiter hinkommen, ankommen. Weil. Ja. Weil ohne wird's kompliziert. Beziehungsweise komplizierte wird's eh sehr kompliziert. Aber es ist möglich.
Frage ist natürlich auch, weil ich brauche ja sehr gute Defensiv. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Defensiveinheiten, die sehr lange aushalten, während meine anderen Einheiten in den Rücken gehen. Jetzt auch nochmal interessant, welche Einheiten ich dann nehme. Also wahrscheinlich dann wirklich die erste Reihe sind dann Elefanten. Die haben 600 getötet. Eieiei. Das ist heftig. Gut. Also 606 hat der. 100, 100, 200, 300, 400, fast 500. Also die Kavallerie war auch echt gut. Also auch extrem wichtig. Aber war auch ein Pyrrhus-Sieg, also, ja. Yeah. Das Blöde ist, wenn ich jetzt zurückgehe. Also, wenn ich jetzt wieder zurückgehe und mich aufheile. Wie sieht's dann aus? Mit seiner Armee, weil der ja, ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Okay, 4 Runden. Okay, ich brauche mindestens 4 Runden nochmal. Ja, juhu. Gut, aber dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir machen dann das nächste Mal hier weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach ab in die Kommentare oder einfacher ist es, in meinen Stream zu kommen, dann können wir auch ein bisschen diskutieren und macht auch viel mehr Spaß. Genau, also finde ich. Gut, danke fürs Zuschauen, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye. Weiß ich nicht, was ich sagen. Was ich machen kann. Ach, das schauen wir dann nächstes Mal.